Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um dieses Gerät und zwar um eine Review zu diesem Gerät. Mal etwas anderes als das, was ich bisher in letzter Zeit hatte. Das hier ist nämlich, das kann man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht erkennen, außer ihr guckt in den Videotitel, folgendes, ein Gerät namens HomeSpot kabelloser Bluetooth HiFi Musikadapter mit NFC. Ein ziemlich langer Name für ein ziemlich einfaches Produkt. Und zwar ist das hier ein, wie der Name schon sagt, ein Bluetooth Musikadapter bzw. Musikempfänger. Das bedeutet, ihr könnt damit zum Beispiel über euer Smartphone, euer Tablet oder euren PC oder was auch immer ihr für Geräte habt, die per Bluetooth Musik übertragen können, eure Musik drahtlos an eine Stereoanlage, Lautsprecher oder HiFi-Anlage oder was auch immer ihr zu Hause stehen habt, senden, um damit, wie gesagt, kabellos Musik zu hören. Eine ziemlich praktische Anschaffung, zumindest für mich, denn ich habe zumindest in letzter Zeit immer öfter angefangen, Musik sehr lange und in ziemlich großem Umfang zu hören. Vor allem abends mal, wenn man nach Hause kommt oder so, dann setzt man sich hin und dann möchte man ein bisschen Musik über die Anlage hören. Und da ist es doch ziemlich umständlich, wenn man jedes Mal das Handy, in meinem Fall hier, da ist die Oberseite, in meinem Fall hier das Nexus 4, mit einem Kabel an die Anlage anschließen muss und sich dann nur irgendwie in einem Radius von 50 cm oder so um die Anlage herum bewegen kann. Von daher habe ich mir das hier angeschafft, damit ich wirklich kabellos quasi durchs Haus laufen kann und gleichzeitig meine Musik hören kann. Ist echt praktisch und was das Gerät leistet, was das Gerät sonst noch kann, wie es das kann und ob es, was man sonst noch darüber wissen sollte, das findet ihr in diesem Video raus. Falls ihr Interesse habt, dann bleibt einfach dran. Ja, zunächst einmal, das Gerät sollten wir mal auspacken, denn sonst kann ich es euch ja nicht zeigen. Hier ist die Rückseite der Verpackung. Das kommt in dieser Verpackung. Ist eine einfache Plastiktüte, das ist, kommt von einem Dritthändler auf Amazon, der heißt MoGeeks, glaube ich. Ich werde euch den Link zu diesem Produkt mal in die Beschreibung packen. Das ist auf Amazon, ist das, glaube ich, ausschließlich erhältlich. Ich weiß es aber auch nicht, ob man das woanders bekommt. Ist eigentlich egal, hat da auch ziemlich gute Bewertungen bisher bekommen. Und von daher habe ich mir das hier bestellt. Es gibt auch noch Konkurrenzprodukte, wie zum Beispiel von Logitech gibt es da so einen Adapter, der kann im Prinzip dasselbe. Nur habe ich mir diesen hier bestellt, weil dieser hier ist etwas günstiger, hat mitunter bessere Bewertungen, also im Durchschnitt. Es sind natürlich viel weniger Bewertungen, die das hier bekommen hat. Allerdings sind die im Durchschnitt eben besser. Und außerdem hat das Gerät hier NFC. Was ihr mit NFC anfangen könnt, das erkläre ich später noch. Aber es ist auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, eine durchaus praktische Funktion, die ich persönlich eigentlich nicht mehr missen will. Ja, packen wir es mal aus. Das ist ja sonst hier ziemlich lahm. Ihr wollt ja sehen, wie das Teil aussieht. Beziehungsweise, was sonst noch drin ist. Wir haben also zuerst einmal in der Verpackung, ich hole das hier mal zuerst hervor, denn darum geht es ja eigentlich. Nebenbei, ich habe es natürlich schon ausgepackt und ein paar Tage getestet, sonst könnte ich euch ja jetzt nichts darüber sagen. Von daher alles in Ordnung. Zuerst einmal haben wir hier das Gerät an sich. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Das stelle ich erstmal beiseite hier. Dann als nächstes einen kleinen Steckernetzadapter mit einem Standard-USB-Anschluss. Das kann man quasi also auch als Handy-Ladegerät benutzen. Dient zur Stromversorgung für dieses Gerät hier. Dann als nächstes, gehen wir mal der logischen Reihenfolge nach, ein Micro-USB-Kabel, über das das Teil mit dem Netzteil da hinten mit Strom versorgt wird, um betrieben zu werden. Dann haben wir hier als nächstes ein 3,5 mm Klinke-zu-Klinke-Kabel, ein ganz standardmäßiges Lautsprecher, beziehungsweise nicht Lautsprecher, sondern einfach Kopfhörerkabel. Ist nichts allzu Besonderes, damit schließt man das Gerät eben zum Beispiel an kleine Lautsprecher oder an Anlagen an, die einen 3,5 mm Eingang haben. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen 3,5 mm zu Cinch oder Kinch oder wie auch immer ihr den Anschluss hier aussprechen wollt, Adapter. Feststeht ist, dass ihr hiermit quasi dasselbe machen könnt wie mit diesem Kabel, nur falls eure Anlage zum Beispiel keinen 3,5 mm Eingang hat, dann könnt ihr einfach das Gerät per diesem Rot-Weiß-Anschluss an die Anlage anschließen. Von daher ist eigentlich alles dabei, was ihr zum Betrieb braucht, außer natürlich einem Smartphone oder Tablet oder was auch immer ihr zu Hause habt, womit ihr eure Musik übertragen wollt. Dafür müsst ihr natürlich selbst sorgen.
Das Gerät ist allerdings mit 23 Euro auch nicht teuer genug, als dass es rechtfertigen würde, ein Smartphone mit in die Packung zu legen. 23 Euro, den Preis habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, den wisst ihr damit hiermit auch endlich mal. Das ist ja bei den meisten Leuten heutzutage ziemlich wichtig, den Preis von so einem Produkt zu wissen. Das hier ist eine kleine Infokarte, da wird ein bisschen was zur Sicherheit mit dem Gerät gesagt, wie man das Kabel einstecken sollte und so. Das ist jetzt nichts, worüber man sich den Kopf zerbrechen sollte, geht nämlich ziemlich einfach. Dann noch eine kleine Garantiekarte, also so ein Garantiehinweis, wie man das Gerät und seine Garantie auf der Seite von MoGeeks aktivieren kann, sodass ihr eure Garantie auch bekommen könnt. Und dann haben wir hier noch eine kleine Anleitung in Englisch und Deutsch. Die werde ich euch jetzt hier mal so kurz zeigen. Ihr könnt gerne Pause drücken und die dann lesen, wenn ihr möchtet. Allerdings ist das sinnlos, denn ich werde euch sowieso erklären, wie das Gerät funktioniert. Von daher packen wir die Verpackung mal kurz beiseite. So, wups. Das hier nebenbei auch mal, das brauche ich auch nicht. Ja, kommen wir mal zu dem Gerät an sich. So groß ist es, das hat ungefähr solche Abmessungen, das ist jetzt im Vergleich mit meinem Nexus 4. Ich kann auch nochmal, wenn ihr das genau wissen wollt, ich bin vorbereitet, ein Maßband holen. Das hat Maße von 6 mal 6 cm und ist genau 1,8 cm hoch. Von daher ein wirklich sehr kleines Gerät. Leicht ist es auch, es wiegt nur knapp 31 Gramm, also so, da fällt es mir schon hin, aber es ist wirklich extrem leicht. Kaputt gehen sollte da wirklich nichts, wenn ihr das auch mal fallen lasst. Das hat ungefähr, das ist fast leichter als das Netzteil. Also von daher, klein, leicht, kompakt und lässt sich sehr leicht hinter Schränken oder hinter Anlagen verstecken, denn das Teil schließt man für gewöhnlich einmal an und danach verschwindet es im Schrank. Und ja, so ist das auch gut so. Gehen wir mal rund um das Gerät. Auf der Rückseite haben wir zum einen einen Aux-Out, also einen 3,5 mm Ausgang. Das ist der Audioausgang, der einzige Audioausgang, muss man sagen. Denn es gibt auch noch Bluetooth-Empfänger auf dem Markt, die einen, die nicht nur einen 3,5 mm Ausgang haben, sondern auch noch einen rot-weißen Cinch- oder Kinch-Anschluss. Zum Beispiel dieses Logitech-Gerät. Dieses Gerät hier hat nur einen 3,5 mm Anschluss, ist kein Nachteil, wollte ich nur mal erwähnt haben. Dann haben wir hier ein 5 Volt DC-In steht darunter. Das ist quasi nur ein normaler Micro-USB-Anschluss. Ihr könnt das Teil quasi auch anstatt über das Netzteil hier über einen Laptop oder über ein bereits vorhandenes Netzteil betreiben. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Irgendwo stand, glaube ich, auch, wie viel Milliampere-Stunden das benötigt. Ich glaube, das Netzteil hier hat 1000 Milliampere Leistung. Von daher sollte das mit jedem Standardnetzteil oder auch Computer funktionieren. Dann haben wir hier in der Mitte noch einen Bluetooth-Knopf. Wenn wir da drauf drücken, dann kann man das Gerät einfach verbinden mit dem Handy etc. Allerdings kann man statt, ups, da atme ich in das Mikrofon rein, allerdings kann man statt des Bluetooth-Knopfes auch ganz einfach die NFC-Funktion zum Pairen bzw. zum Verbinden des Gerätes verwenden, sofern euer Gerät natürlich NFC hat. Wie das funktioniert, erkläre ich später noch. Ja, das ist im Grunde das Gerät. Ach, hier unten steht es nochmal. So, mach mal scharf. Komm, 1000 mAh. Das ist die Eingangsleistung, die das Gerät braucht, um betrieben zu werden. Ja, das ist es im Grunde. Viel mehr gibt es da noch gar nicht zu erklären. Hier vorne, vorne links, ungefähr hier, befindet sich noch eine grüne LED, die pulsiert bzw. blinkt, sofern das Gerät mit einem Handy verbunden ist oder einfach nicht verbunden ist. Und hier oben, wie gesagt, der NFC-Sensor bzw. die NFC-Kontaktfläche und nur noch dieses Bluetooth-Logo. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann findet sich da auch, stell doch mal bitte scharf, komm, mach doch mal, hier, komm. Wieder nicht. So ein Homespot-Logo ist jetzt auch nicht der Rede wert, ist einfach nur Eigenwerbung des Herstellers. Auf der Unterseite noch ein paar Gummifüße, damit das Teil auch halbwegs sicher steht, also damit es nicht verrutscht. Ja, das ist es im Grunde. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Anschließen. Und wie man das Teil anschließt, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ihr habt hier zum einen, mal kurz auseinandernehmen hier, ich habe das natürlich für das Unboxing wieder eingepackt. Das hatte ich natürlich schon angeschlossen alles. Ihr habt hier euer Micro-USB-Kabel, das ihr auf der einen Seite entweder in euren PC, eure PS3 oder was auch immer ihr für eine Quelle für einen USB-Anschluss habt.
einstöpselt. In meinem Fall ist das hier das USB-Netzteil, das mitgeliefert wurde. Das stöpseln wir hier mal ein. So. Und dann wird das einfach in die Steckdose gesteckt. Das mache ich gleich hier unterhalb meines Tisches. Das heißt, das werde ich nicht filmen. Das ist ein bisschen zu umständlich. Und die andere Seite hier kommt einfach in das Gerät hinein. Und zwar so rum. Ihr seht es ja. Komm, stell scharf. Heute hat die Kamera das ein bisschen so mit dem Scharfstellen. Also, naja. Gut, da ist es eingestöpselt. Strom hat das Gerät schon mal. Und dann als nächstes müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Gerät entweder hiermit oder hiermit mit eurer Anlage verbinden wollt. Meine Anlage hat auf der Vorderseite einen 3,5 mm Eingang. Ist ziemlich unpraktisch, das Kabel hinter der Anlage nach vorne zu führen. Ich kann es mal kurz zeigen gerade. Da vorne steht sie. Wupp, da ist der kleine 3,5 mm Eingang. Auf der Rückseite hat sie allerdings noch, und die Rückseite ist, ach, jetzt wird das hier alles verdeckt, so, stell beiseite. Auf der Rückseite da hinten, da ist noch ein Zinch-Eingang, ich nenne es einfach mal Zinch, und darüber möchte ich das Gerät jetzt gerne anschließen. Von daher benutze ich jetzt gleich dieses Kabel und, warte, das habe ich auch schon mal zusammengebunden wieder, um es in die Verpackung zu bekommen. Das binde ich hier wieder zusammen, hat nämlich hier in meinem Fall schon genau die richtige Länge. Auf der einen Seite kommt das hier in die Anlage, rot in den roten Anschluss und den weißen Stecker in den weißen Anschluss. Sollte überhaupt kein Problem sein für Leute, die rot von weiß unterscheiden können. Und auf der anderen Seite kommt das hier natürlich in den Aux-Out-Stecker, beziehungsweise Aux-Out-Buchse des Geräts. Ja, so sieht das letztendlich aus. Das könnt ihr dann irgendwo verstauen, das könnt ihr dann hier hinstellen oder da hinstellen oder hier hinstellen oder auf den Schrank stellen, je nachdem wie weit die Kabel reichen. Im Grunde müsst ihr es einfach nur irgendwo hinstellen, wo ihr es gut sehen könnt, denn für die NFC-Funktion vor allem ist das ziemlich wichtig gleich, aber das werde ich auch später nochmal erklären. Jetzt schließe ich das erstmal an und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin! So, das Gerät ist mittlerweile angeschlossen. Ihr seht es schon da hinten stehen, neben meinem Bildschirm. Da rechts ist das Kabel für das Audio, das geht links zu meiner Anlage. Und das linke Kabel ist das USB-Kabel, das geht runter zum Netzteil. Ist also, wie gesagt, ganz einfach anzuschließen. Und man sieht es auch schon blinken. Die grüne LED, die ich schon erwähnt habe, blinkt jetzt hier im Vordergrund ganz dezent. Ja, doch, dezent ist das richtige Wort. Wenn sie in dieser Ausführung hier blinkt, dann bedeutet das, dass das Gerät im Standby-Modus ist und quasi auf eine Verbindung wartet. Jetzt ist es also quasi nicht aktiv und gibt auch keine Musik aus. Ich meine, wie auch, es ist ja kein Gerät verbunden. Jetzt gibt es im Grunde zwei Wege, euer Gerät, euer Bluetooth-fähiges Gerät mit dem Teil zu verbinden. Zum einen über Bluetooth selber, das heißt, indem ihr die Taste auf der Rückseite drückt und dann mit eurem Gerät, hier zum Beispiel über das Bluetooth-Menü beim Nexus 7 oder auch iPhones oder auch bei eurem PC, nach dem Gerät sucht und es dann verbindet. So könnt ihr über Bluetooth diese Verbindung erstellen. Wichtig ist dabei, dass das Gerät, über das ihr die Musik bzw. das Audio ausgeben wollt, A2DP unterstützt. Das ist bei den meisten aktuellen Geräten der Fall. A2DP ist ein, naja, sagen wir mal, Musikübertragungsstandard, womit ihr quasi in Stereo eure Musik übertragen könnt, was sich dann natürlich entsprechend besser anhört, als wenn euer Handy total alt ist und das eben nicht kann. Ob das dann überhaupt funktioniert, weiß ich gar nicht. Aber die meisten Geräte unterstützen A2DP, von daher macht euch da mal keine Gedanken. Ja, jetzt haben wir zum einen natürlich diese Möglichkeit, unser Gerät mit dem Musikempfänger zu verbinden, zum anderen allerdings auch über NFC. Und NFC ist das quasi Alleinstellungsmerkmal dieses Geräts, weil das kann weder das Logitech-Gerät noch die Belkin-Geräte, die es auch bei Amazon gibt, noch sonst irgendwelche Geräte im Preisbereich um 20 Euro herum. Und deswegen finde ich, ist das schon eine ziemlich, ziemlich coole Funktion, die es, wie gesagt, meines Wissens nach nur in diesem Gerät gibt, zumindest im Preisbereich von 20 Euro eben. Und das kann man im Prinzip so realisieren, dass man NFC in seinem Gerät aktiviert, das Handy dann quasi obendrauf hält und das war es dann auch schon. Dann wird automatisch Bluetooth aktiviert und das Gerät mit dem Bluetooth-Empfänger gekoppelt. Und so kann man dann letztendlich seine Musik viel einfacher abspielen, als einfach den Bluetooth-Knopf auf der Rückseite zu suchen und zu drücken. Aber ich zeige euch das natürlich beides mal, weil es ist ja nicht so, dass jedes Gerät oder quasi auch jeder PC NFC unterstützt. Bei PCs ist das ja kaum der Fall, beziehungsweise gar nicht. Und von daher ist es schon eine ganz praktische Variante, das Gerät auch nur über den Bluetooth-Knopf hin verbinden zu können, sodass auch Leute mit älteren Geräten dieses Teil nutzen können.
Ja, was wir dazu machen, ist ganz einfach. Bluetooth bei unserem jetzt in diesem Beispiel Nexus 7. Ich wische es mal gerade ab. So, ich hoffe, das kommt jetzt ein bisschen besser rüber. Bluetooth bei unserem Gerät aktivieren. Bluetooth ist eingeschaltet. Und jetzt drücken wir auf der Rückseite des Geräts den Bluetooth-Knopf für 2 Sekunden lang. 1, 2, so, war schon ein bisschen länger. Es blinkt jetzt weiterhin und jetzt drücken wir hier einfach nach Geräten suchen. Und dann kommt hier unten das Gerät direkt in die Verfügbarkeitsanzeige, was für schöne Worte ich hier erfinde, unter dem Namen GTBT-Rack oder GTBT-Receiver. Und hier drücken wir einfach drauf und dann wird automatisch verbunden. Wie gesagt, das funktioniert nicht nur mit dem Nexus 7, sondern natürlich auch mit iPhones, mit iPads und mit jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät, was Musik ausgeben kann. Und jetzt sehen wir hier schon verbunden. Wir können hier jetzt auf Einstellungen gehen. Und was wir hier machen sollten, ist auf jeden Fall Media Audio aktivieren. Das gibt es beim iPhone wahrscheinlich auch, diese Funktion, und bei anderen Geräten. Das sorgt einfach dafür, dass quasi der Systemsound und die Musik über dieses Gerät ausgegeben wird. Also der Haken sollte auf jeden Fall gesetzt sein, sodass die Musik auch eben über Bluetooth übertragen wird. Hier oben können wir das Gerät noch umbenennen. Ist jetzt in meinem Fall nicht unbedingt nötig, weil ich habe nicht sehr viele Geräte in der Liste. Aber falls ihr mehr Ordnung da drin haben wollt, könnt ihr es auch gerne umbenennen. Ja, jetzt haben wir es quasi verbunden und wir sehen auch, die LED auf der Vorderseite des Geräts pulsiert langsam. Da sehen wir es wunderbar, schön dezent. So, das haben wir jetzt also schon gezeigt, hier mit dem Bluetooth verbinden. Ich schalte das hier beim Nexus 7 mal wieder aus, denn ich habe auf dem Gerät hier keine Musik drauf, die ich euch zeigen könnte. Und wir sehen auch, kaum ist das nicht mehr verbunden, geht auch die Lampe wieder auf den Standby-Modus und fängt an zu blinken. Und jetzt zeige ich euch den wesentlich interessanteren Weg, euer Gerät mit dem Gerät hier zu verbinden, beziehungsweise euer Smartphone mit dem Gerät dann zu verbinden. Wenn euer Gerät nämlich NFC hat, dann könnt ihr einfach Folgendes machen: in die Systemeinstellungen gehen, auf Mehr gehen, NFC aktiviert haben. Das funktioniert hauptsächlich bei Android-Geräten, weil iPhones können ja kein NFC und ich glaube bei Windows Phone, gibt es das schon bei Windows Phone? Ich weiß es nicht. Also sagen, ich gehe jetzt mal von Android-Geräten aus, die hauptsächlich NFC können, dann geht ihr einfach in Menü auf NFC und was wir jetzt machen ist ganz simpel, ganz einfach. Na? So. Düdüng. Möchten Sie das Bluetooth-Gerät wirklich koppeln? Ja, möchte ich. Und jetzt wird automatisch Bluetooth aktiviert. Hier im Bluetooth. Und jetzt wird automatisch auch dieses GTBT-Receiver eingeloggt. Wir sehen auch im Hintergrund, die LED pulsiert leicht. Ja, da pulsiert sie und auch hier in diesem Fall sollten wir auf Media Audio aktivieren gehen, damit wir auch unsere Musik wirklich über das Gerät hier streamen können. So, ziemlich umständliche Erklärung für eine ziemlich einfache Sache, entweder über Bluetooth, hiermit ging es natürlich auch über NFC, aber ich habe es jetzt hier als Bluetooth-Beispiel verwendet, oder über NFC können wir einfach dieses Gerät pairen. Ja, auch hier können wir jetzt wieder das Gerät umbenennen, aber ansonsten sind wir hier eigentlich auch fertig. Ja, jetzt können wir theoretisch unsere Musik abspielen. Dazu brauchen wir jetzt einfach nur noch unsere Anlage anzuschalten. Ihr solltet natürlich bei eurer Anlage, falls sie mehrere Audioeingänge hat, den richtigen Audioeingang wählen, an dem ihr dieses Gerät angeschlossen habt natürlich. Und ja, jetzt müssen wir quasi nur noch Musik abspielen. In meinem Fall habe ich hier es wird schon automatisch abgespielt, merke ich gerade. So, in meinem Fall habe ich hier eine copyright-freien Song runtergeladen von Kevin MacLeod. Diesen Song hier möchte ich jetzt gerne abspielen und da habe ich jetzt die Möglichkeit hier in Google Play Music, das funktioniert natürlich auch in anderen Apps, die Musik abspielen können oder die auch zum Beispiel Videos abspielen können, das funktioniert auch. Wie wollte ich den Satz beenden? Keine Ahnung. Ich drücke hier einfach auf Play, so einfach machen wir es. Und jetzt wird grundsätzlich die Musik schon mal über das Handy ausgegeben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass das über den Empfänger ausgegeben wird. Und deswegen drücken wir hier oben auf dieses Symbol und wählen Bluetooth Receiver aus. Und dann wird das automatisch über den Bluetooth Receiver ausgegeben. Warte. Ich muss gerade mal schauen, ob ich den richtigen Eingang gewählt habe. Ihr seht es,
Hier kann man jetzt über dieses kleine Menü. Ich glaube, ich hoffe, ihr hört die Musik. Ein wirklich netter Song. Über dieses Menü kann man jetzt hier die Lautstärke direkt am Handy einstellen. Ihr solltet nämlich möglichst darauf achten, da man die Lautstärke hinterher noch über das Gerät regeln kann, dass ihr eure Anlage möglichst laut, sag ich mal, einstellt, weil so müsst ihr nicht ständig zurück zu eurem Lautsprecher oder zu eurer Anlage laufen, falls die Musik selbst auf höchster Lautstärke nicht laut genug ist. Also stellt ruhig eure Anlage sehr laut, denn ihr könnt hinterher über das Handy selbst die Lautstärke regeln. Das hört man doch, oder? So einfach geht das. Ich drücke hier mal auf Pause. Und damit habe ich quasi das Hauptbeispiel für das Abspielen von Musik über diesen Empfänger schon gegeben. Das habe ich jetzt natürlich in Google Play Music gezeigt. Das funktioniert auch mit Spotify. Das funktioniert mit allen Musik-Apps, die ihr euch vorstellen könnt, weil das gesamte System-Audio quasi jetzt über den Empfänger ausgegeben wird. Also quasi auch die Benachrichtigungen werden darüber ausgegeben. Mit YouTube klappt das im Übrigen auch. Das möchte ich als nächstes Beispiel einmal kurz zeigen. Ich gehe mal in die YouTube-App. So. Und starte hier einfach mal irgendein Video von mir. Nehmen wir mal dieses hier. Und dann können wir hier oben auch in der YouTube-App dieses Symbol anwählen und dann den Bluetooth-Receiver anstatt dem Telefon. Hört man das? Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Audio wird auf jeden Fall ausgegeben, auch in der YouTube-App, auch in allen anderen Apps, die eben Ton ausgeben können. Im Grunde müsst ihr das quasi nur verbinden und dann könnt ihr alles, was ihr sonst über eure Kopfhörer oder über den Handy-Lautsprecher hören konntet, auch über eure Anlage hören. So einfach ist das. Wir können auch hier wahlweise wieder zurück switchen vom Bluetooth-Receiver auf das Telefon selber, falls wir jetzt zum Beispiel das YouTube-Video auf dem Telefon gucken wollen, anstatt über die Anlage. Das ist natürlich möglich, denn einen Nachteil hat die ganze Sache über Bluetooth schon. Es gibt eine winzige Verzögerung beim Abspielen von Videos quasi. Stellt es euch so vor, ihr habt ein Video von einem Nachrichtensprecher, der sagt etwas und der Ton kommt eine Millisekunde später bei diesem Gerät an und wird ein paar Millisekunden später an der Anlage abgespielt. Das endet dann so, dass die Videos zwar weitgehend lippensynchron sind, aber man merkt ein klein wenig, dass die Audioübertragung über Bluetooth stattfindet. Also es ist nicht gravierend. Es gibt zwischendurch auch Bewertungen, worin geschrieben wird, ja, total scheiße, überhaupt nicht lippensynchron, also das Audio kommt 2 Sekunden später an. So schlimm ist es nicht. Allerdings, man merkt schon, dass der Ton nicht ganz lippensynchron ist. Vertraut mir einfach, ihr könnt damit YouTube-Videos schauen, ihr könnt damit auch Filme schauen, ohne Probleme, überhaupt kein Problem. Allerdings merkt man eben, dass da über Bluetooth übertragen wird. So, mit dem Thema habe ich jetzt auch abgeschlossen. Viel zu viel geredet, um eine viel zu winzige Sache zu erklären. Das nächste, was ich sagen wollte, ich habe hier eine kleine Liste gemacht. Geht das auch über den PC? Ja, es geht auch über den PC. Sofern euer PC Bluetooth-fähig ist, könnt ihr natürlich auch über Windows und auch, glaube ich, auch über Mac OS X, denke ich doch mal, euren PC bzw. euer Laptop über dieses Gerät verbinden und dann natürlich auch den PC-Ton über dieses Gerät ausgeben. Ach ja, noch eine Sache habe ich da. Und zwar, was ist eigentlich, wenn sich mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Empfänger verbinden wollen? Das ist grundsätzlich so. Dieses Gerät, der Empfänger, der kann sich bis zu 8 Bluetooth-Geräte merken. Das heißt, ihr könnt quasi 4 Handys und 4 Tablets, 3 Handys, 3 Tablets und 2 PCs oder einfach nur 8 Handys mit dem Gerät verbinden und der Empfänger, der merkt sich alle 8 Verbindungen. Natürlich kann immer nur ein Gerät gleichzeitig auf das Gerät zugreifen und das funktioniert folgendermaßen. Angenommen, wir haben das Tablet und das Handy hier in meiner Hand beide mit dem Empfänger verbunden. Dann müssen wir quasi bei dem Gerät, was wir benutzen wollen, Bluetooth einschalten. Das verbindet sich dann automatisch, hier in dem Fall vom Nexus 7. Ich zeige es mal gerade. Hier wird sich automatisch verbunden. So, dauert eine kleine Weile. So, automatisch verbunden.
Das funktioniert also ganz einfach. Ihr könnt quasi, das Gerät merkt sich also auch Verbindungen, sodass hier quasi ein Auto-Reconnect stattfinden kann. Da gab es auch zwischendurch Bewertungen, die behauptet haben, dass das nicht geht. Meine ich gelesen zu haben, ist eigentlich auch egal. Also Auto-Reconnect funktioniert. Ihr könnt quasi Bluetooth einfach ausschalten zwischendurch am Nexus 4 oder an eurem Smartphone oder an eurem Tablet. Und dann könnt ihr das Bluetooth-Modul später wieder einschalten und es wird automatisch sich wieder verbunden. Von daher müsst ihr nicht jedes Mal hier das Handy draufhalten oder hinten die Taste drücken, das funktioniert automatisch. Falls ihr jetzt allerdings ein anderes Gerät benutzen wollt, dann müsst ihr bei dem einen Gerät Bluetooth ausschalten und bei dem anderen Gerät Bluetooth einschalten und dann verbindet sich auch das andere Gerät automatisch mit dem Receiver. Wenn ich jetzt versuche auf dem Nexus 4, hier ist es verbunden, seht ihr, wenn ich jetzt verbunden auf dem versuche auf dem Nexus 4 das Gerät zu verbinden, dann sollte das nicht funktionieren. Normalerweise bricht er gleich ab oder er versucht einfach ewig sich zu verbinden. Das sollte nicht klappen. Seht ihr, er hat es abgebrochen. Das heißt, es kann immer nur ein Gerät verbunden sein. Aber das ist doch relativ praktisch, weil die Geräte machen von selbst einen Auto-Reconnect. Das heißt, das Gerät, das quasi zuerst Bluetooth eingeschaltet hat, verbindet sich automatisch und danach kann man auch die Verbindung nicht mehr ändern mit einem anderen Gerät. Das heißt, bevor wir jetzt das Nexus 4 wieder verbinden wollen, müssen wir an dem Nexus 7 den Schalter wieder ausschalten und dann verbindet sich auch dieses Gerät hier wieder automatisch. Nach einer oder zwei Sekunden, ja, so, verbunden. So viel zu dem Thema. Also es können im Endeffekt maximal 8 Geräte mit dem Gerät verbunden werden. Immer nur eins gleichzeitig kann natürlich Musik daran senden. Wäre schön, wenn 8 gleichzeitig daran Musik senden können. Das wäre dann ein ganz schönes Kauderwelsch. Aber nein, es geht immer nur mit einem Gerät gleichzeitig. Und ja, ansonsten Auto-Reconnect gibt es und das finde ich auch persönlich ziemlich praktisch. Das sollte auch mit iPhones funktionieren, auch mit PCs. Kommt halt darauf an, ob das jeweilige Sendegerät Auto-Reconnect unterstützt. Also von dem Gerät wird es auf jeden Fall unterstützt. Ach ja, die Reichweite habe ich noch. Ja, die Reichweite von dem Bluetooth natürlich, wovon sonst? Ich meine, Bluetooth ist das Einzige, was hier drahtlos geschieht. Die Reichweite ist quasi bei Bluetooth generell, das dürften die meisten von euch wissen, so 10 bis 15 Meter. Und das ist auch hier in diesem Fall der Fall. In diesem Fall der Fall, okay. Was soll's. Ich habe quasi meinen Nexus 4 in dem Test, das habe ich heute mal getestet, verbunden und bin dann damit mal durchs komplette Haus gelaufen. Und was soll ich sagen, es funktioniert nicht nur in diesem Raum die Verbindung, sondern auch einen Raum weiter, zwei Räume weiter und ich bin sogar in die nächste Etage gewechselt und es funktioniert sogar, wenn das Handy eine Etage über diesem Raum liegt und die Audioverbindung ist noch relativ klar. Also zwischendurch kommen ein, zwei Störgeräusche, muss ich sagen, ist aber auch verständlich, wenn da zwischen zwei Wände sind, beziehungsweise eine Decke. Aber das hat mich doch ziemlich überrascht, muss ich sagen. Und was mich noch mehr überrascht hat, ist, als ich dann noch ein Stockwerk höher gegangen bin, als quasi eine Wand und zwei Decken zwischen dem Gerät und meinem Handy waren, da hat es immer noch funktioniert. Das war quasi die größte Überraschung, die ich da erfahren habe mit diesem Gerät, weil normalerweise hätte ich das nicht erwartet, weil Bluetooth ja normalerweise schon zwischen ein und zwei Wänden Probleme bekommt. Aber bei diesem Gerät scheint das ziemlich gut zu funktionieren. Also der Empfänger scheint ziemlich gut zu sein, was die Empfangsleistung betrifft. Natürlich, Achtung, kommt es darauf an, was ihr für ein Gerät habt als Sendegerät. Das Nexus 4 scheint ja einen ziemlich starken Bluetooth-Sender zu haben. Ob das mit dem Nexus 7 jetzt auch durch eine Wand und zwei Decken funktioniert hätte, wage ich zu bezweifeln, beziehungsweise ist wohl noch auszuprobieren, habe ich jetzt nicht gemacht. Und ob das mit dem PC funktioniert, weiß ich nicht. Ob das mit iPhones funktioniert, ich weiß es nicht. Ich kann euch nur eins sagen, die Reichweite reicht auf jeden Fall zum im Raum rumbewegen. Also falls ihr euch im selben Raum mit diesem Gerät befindet, habt ihr überhaupt keine Probleme, gar kein Problem. Falls ihr mal einen Raum weitergeht, falls ihr mal aufs Klo geht oder so, sollte das auch absolut in Ordnung gehen. Also die Reichweite ist auf jeden Fall praxistauglich und auch wenn ihr eine direkte Sichtlinie habt, dann sollten da 10 bis 20 Meter machbar sein, mindestens. Das ist jetzt kein Versprechen von mir, also keine Gewähr auf diese Angaben, aber bei mir persönlich, und das ist jetzt auch keine Lüge oder so, ich war wirklich selbst überrascht darüber, dass das funktioniert hat. Bei mir hat es wirklich über zwei Stockwerke hinweg funktioniert. Also quasi ein komplettes Stockwerk zwischen diesem Gerät und meinem Handy. Und das ist schon wirklich, sagen wir mal, erstaunlich.
Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich schätze mal, dass das auch mit anderen Bluetooth-Empfängern funktionieren sollte. Das heißt, das Teil wird dir jetzt nicht besonders herausragende Leistungen liefern. Allerdings ist die Leistung durchaus gut. Durchaus gut. Also eine Schulnote 2 würde ich da auf jeden Fall für geben. Und wie gesagt, sofern ihr euch im selben Raum mit diesem Gerät befindet, habt ihr keine Probleme. Wenn ihr mal einen Raum weitergeht, solltet ihr auch keine Probleme bekommen. Natürlich hängt es davon ab, was in den Wänden für Kabel verlaufen, ob ihr Stahlbetonwände habt oder ob ihr, weiß nicht, im Keller wohnt und der Empfänger dann auf dem Dachboden steht. Das hängt natürlich davon ab, wie ihr das benutzt. Aber ein bis zwei Wände oder Decken sollten durchaus machbar sein, wenn ihr gute Empfangsbedingungen habt. Empfangseigenschaften auf jeden Fall gut. So, als letzten Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die Audioqualität. Das ist natürlich eigentlich so ziemlich das Wichtigste an so einem Gerät, weil ich meine, wenn man sich schon einen Audioempfänger kauft, dann sollte der Audioempfänger auch das Audio gut ausgeben. Falls ihr jetzt zum Beispiel Klassik-Fan seid und Musik auf eurer 8000-Euro-Teufel-Anlage hören wollt, dann ist das Gerät vielleicht eher nichts für euch. Das Problem ist, dann seid ihr wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe von so einem Gerät, weil diese Bluetooth-Empfänger haben allesamt dasselbe Problem. Über Bluetooth ist die Audioqualität, sagen wir mal, schlechtestenfalls bescheiden. So schön ausgedrückt. Denn Bluetooth ist halt eben ein ziemlich alter Standard und dieses Gerät unterstützt Bluetooth 2.1 mit dem A2DP-Standard und das ist auch schon einige Jahre alt. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile neuere Standards, aber über A2DP ist die Audioübertragung in meinem Fall mit Schulnote 2 absolut gut. Allerdings, falls ihr wirklich audiophil seid, falls ihr wirklich sehr viel Musik hört, eine sehr teure Anlage zu Hause stehen habt und sowieso 24/7 Musik hört und vor allem sehr viel Musik hört, die sehr leise ist, wo man sehr leise Passagen hat, dann solltet ihr das Gerät möglichst erstmal testen, bevor ihr es vielleicht behaltet. Also innerhalb der 14 Tage könnt ihr es ja immer zurückschicken. Denn über Bluetooth habt ihr halt ein gewisses Grundrauschen und das kann audiophile Menschen schon stören beim Hören. Das hört sich jetzt alles sehr negativ an, falls ihr euch nicht mit dem Kack auskennt, den ich hier erzählt habe. Falls ihr einfach nur so wie ich ein Typ seid oder ein Typ oder eine Frau seid, die gerne Musik hört oder der gerne Musik hört und sich einfach gerne mal ins Bett chillt oder aufs Sofa setzt und dann seine Musik übers Handy übertragen will und sich gerne mal den Abend versüßen will, dann ist das Gerät absolut richtig für euch. Leute, die sich mit sowas auskennen, die eine teure Anlage zu Hause stehen haben, die schaffen sich normalerweise sowieso nicht so ein Gerät an, weil die übertragen ihre Musik wahrscheinlich sowieso entweder über CD oder über so ein Kabel hier. Von daher ist das überhaupt nicht die Zielgruppe. Und die Zielgruppe sind einfach nur Typen oder Frauen, immer schön fair bleiben, die gerne Musik hören, die gern einfach nur von der Arbeit kommen, auf dem Handy Bluetooth einschalten, sich aufs Sofa setzen, sich ins Bett legen, die Anlage einschalten und dann die Musik auf sich prasseln lassen. Und das funktioniert einwandfrei. Ich hoffe, ich habe damit klargemacht, dass die Audioqualität ganz gut ist, nicht perfekt, allerdings auch nicht schlecht. Das ist auch bei anderen Musikempfängern, Bluetooth-Musikempfängern der Fall. Das heißt, dieser Logitech-Empfänger oder diese Belkin-Empfänger, die es bei Amazon auch gibt, die machen das allesamt nicht besser. Also ihr könnt nicht erwarten, dass die Qualität dieselbe ist, wie wenn ihr jetzt ein Kabel da oben reinsteckt und dann in die Anlage stöpselt. Das ist nicht der Fall. Allerdings, wenn ich jetzt mal die Musik wieder hier abspiele, verbunden ist es ja noch. Ich mache die Anlage mal lauter. Wie soll ich es ausdrücken? Ich rede jetzt hier schon wieder 9 Minuten über dasselbe Thema. Wenn ihr einfach nur der Durchschnittstyp seid, der gerne Musik hört, dann reicht das Gerät für euch aus. Falls ihr HiFi ambitioniert seid und das perfekte Gehör habt und eine Anlage für Milliarden Euro zu Hause stehen habt, dann solltet ihr euch so ein Gerät sowieso nicht anschaffen. Weder von HomeSpot, noch von Logitech, noch von Belkin, noch von was weiß ich, wie die Marken alle heißen. Aber ja. Ich hoffe, ich habe das so gut erklärt, denn in 9 Minuten sollte ich das schon geschafft haben, denke ich mal. Denn jetzt komme ich zum Fazit. Endlich, nicht wahr? Schon wieder so lange geredet über so ein kleines Gerät. Ja, ich glaube, das schaffe nur ich. Gut, ich habe mir hier eine kleine Liste gemacht mit Pro- und Kontrapunkten, sodass ich hier jetzt quasi nicht wieder 10 Minuten rede. Ich werde jetzt das Fazit ganz kurz zusammenfassen.
Und zwar folgendes. Pro Punkte. Einrichtung. Einrichten geht ganz einfach. Über dieses einfach das Kabel hinten anschließen, mit dem Netz da verbinden, das Audiokabel anschließen, mit der Anlage verbinden und das Gerät ist eingeschaltet. Dann bei eurem Handy einfach nur NFC einschalten, draufhalten und verbunden. Falls ihr kein NFC habt, einfach Bluetooth einschalten, den Knopf drücken und auch verbinden. Das ist kein Hexenwerk, das geht einfach und schnell. Also auf jeden Fall Pluspunkt für die Einrichtung. Dann der nächste Pluspunkt für den Preis. 23 Euro ist ein sogar einigermaßen ein Schnäppchen, würde ich sagen, weil die meisten anderen Bluetooth-Receiver kosten ab 25 Euro aufwärts. Der hier hat jetzt 23 Euro gekostet, der Logitech-Adapter kostet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos 25 Euro und hat noch nicht mal NFC, hat dafür einen zweiten Audioausgang, obwohl ich den für relativ sinnlos halte, aber ich meine, wie man es nimmt. Dann der Belkin-Adapter, die gehen sowieso erst ab 30 Euro aufwärts los und sind dann sogar noch schlechter als dieser hier, laut den Bewertungen auf Amazon. Von daher Pluspunkt für den Preis. Dann der nächste Punkt, Pluspunkt für die Größe. Die Größe, wie gesagt, 6x6 cm im Grundriss und das ist ziemlich klein, das ist ungefähr halb so groß wie mein Handy und sollte grundsätzlich überall gut verstaut werden können, wobei ich ja, wie gesagt, empfehlen würde, dass ihr freie Sichtlinie zwischen Handy und Gerät habt, sodass ihr die Musik am besten übertragen könnt, aber die Reichweite ist ja gut genug, die Empfangseigenschaften scheinen gut genug zu sein, sodass ihr das auch gerne mal in den Schrank verstauen könnt. Die Größe ist auf jeden Fall gut dafür geeignet. Weiterer Pluspunkt, Zubehör. Wir haben ein Audiokabel mit 3,5 mm Klinke, wir haben ein Audiokabel mit Cinch und 3,5 mm Klinke, wir haben ein Netzteil dabei, wir haben ein Micro-USB-Kabel dabei und das war's eigentlich auch und das ist auch alles, was man dafür braucht. Ich hätte sogar noch erwartet, dass eigentlich nur ein Cinch-Kabel dabei ist und dann ist auf einmal noch ein zweites Audiokabel dabei. Von daher vom Zubehör her bekommt ihr alles, was ihr zum Einrichten braucht und falls ihr jetzt, wie in meinem Fall, nur eins der beiden Audiokabel verwendet, was ja irgendwie technisch gegeben ist, dann könnt ihr das andere einfach zurück in die Packung tun oder für etwas anderes verwenden. Finde ich persönlich ziemlich gut. Nächster Pluspunkt für NFC. NFC, habe ich schon erklärt, gibt es nicht viel mehr zu sagen, ist echt praktisch, falls ihr ein NFC-fähiges Gerät habt. Die meisten neueren Android-Geräte können das und vielleicht in Zukunft auch Windows Phone, iOS, iPhones, wer weiß, was dann noch so kommt, ist auf jeden Fall total einfach. Einfach NFC einschalten, draufhalten, verbunden. Auto Reconnect ist natürlich auch ein Pluspunkt. Manche Leute könnten sagen in den Bewertungen, wie gesagt, ich meine, dass in den Bewertungen gelesen zu haben, dass Auto Reconnect teilweise nicht funktionieren soll. Bei mir funktioniert es und es funktioniert sehr gut. Von daher top. Nächster und letzter Pluspunkt ist die Reichweite. Die Reichweite, wie gesagt, bei mir über zwei Stockwerke hinweg reicht auf jeden Fall aus und es sollte mindestens durch eine Wand, sage ich mal, sollte es mindestens gehen und das reicht für die meisten Leute absolut aus. So, kommen wir mal zu den neutralen, beziehungsweise ich habe hier, seht ihr es, einen neutralen positiven Punkt habe ich hier für Klang vergeben, weil für mich ist der Klang wirklich sehr, 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 sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren, ich finde das super klasse, das Gerät, ich höre da jetzt fast nur noch Musik drüber, ich scheiße auf meinen 3,5 mm Kabel, ich übertrage alles nur noch per Bluetooth und das finde ich extrem gut. Ich gucke sogar YouTube-Videos über das Gerät, weil diese Latenz, diese Lippensynchronität ist wirklich so gering verschoben, sodass mich das wirklich überhaupt nicht stört und ich glaube den Durchschnittsnutzer ebenfalls nicht. Allerdings Klang, wie gesagt, für mich positiv. Trotzdem habe ich es mal als positiv neutralen Punkt eingeordnet, weil es kommt natürlich auf euren Anspruch an. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, HiFi ambitioniert seid, dann ist das nichts für euch. Wenn ihr einfach nur Standard seid, so wie 90% der Kunden von diesem Gerät, dann ist das absolut gut. Schulnote 2, wie gesagt. Schulnote 1 würde ich jetzt nicht geben, weil es kann ja bestimmt immer noch mal was Besseres auf den Markt kommen. Nächster neutraler Punkt, das ist jetzt wirklich ein neutraler Punkt. Es ist schwierig, das Ding unterwegs zu verwenden. Es ist leichter, dieses Gerät unterwegs zu verwenden, als das Logitech-Gerät, weil bei dem Logitech und ich glaube auch bei dem Belkin-Gerät hat man ein proprietäres Netzteil, also mit so einem kleinen Rundstecker, den man hinten reinsteckt. Und dieses Gerät kann man über Micro-USB mit Strom versorgen. Das heißt, im Notfall, falls man das Gerät mal im Auto anschließen will, kann man einfach im Auto mit einem Zigarettenanzünderadapter das Micro-USB-Kabel anschließen und das dann auch im Auto über Micro-USB mit Strom versorgen, sodass es quasi möglich ist, das Teil unterwegs auch zu nutzen
allerdings mit einem gewissen Umstand. Es ist möglich, allerdings nicht besonders einfach. Es hat keinen integrierten Akku, das Gerät. Das sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, falls ihr jetzt ankommt mit, ist da ein Akku drin? Nein, da ist kein Akku drin. Deswegen brauchen wir ja das Netzteil. Deswegen das mal als neutralen Punkt. Ich werde es unterwegs nicht verwenden wollen. Ich meine, was will ich unterwegs mit so einem Ding? Ich höre damit zu Hause Musik, unterwegs habe ich meine Kopfhörer auf und das war's dann. Aber wollte ich nur mal erwähnen. Dann haben wir noch zwei negative Punkte. Der erste negative ist, ja, wie schon gerade erwähnt, kein Akku integriert. Das heißt, kann man wirklich nur zu Hause benutzen. Und den zweiten Punkt habe ich auch mal als negativ aufgeführt, weil mich persönlich stört es ein bisschen, wenn ich nachts schlafen will, die LED. Wie schon erwähnt, es ist nützlich, dass die LED anzeigt, ob das Gerät gerade verbunden ist oder nicht. Allerdings würde ich mir wünschen, dass man die LED dimmen kann oder ausschalten kann oder dass man die LED auf die Oberseite oder auf die Rückseite verlegt und nicht gerade auf die Vorderseite, wo sie dich direkt anleuchtet. Das ist jetzt nicht nervig, also kommt nicht an mit, das stört doch gar nicht, die ist doch total dunkel. Wenn nachts die Lichter aus sind und ihr im Bett liegt und ihr direkt mit dem Auge da reinguckt, dann. Boah, ich musste kurz aufstoßen. Entschuldigung. Wenn ihr direkt mit dem Auge da reinguckt, dann kann das doch schon stören. Und dafür habe ich einfach eine Lösung parat. Ich lege irgendwas davor. Naja, ist eine ziemlich unkonventionelle bzw. unspektakuläre Lösung, aber es funktioniert für mich. Und ich beschwere mich auch gar nicht weiter, weil das ist nur eine winzige LED. Und die Konkurrenzprodukte haben auch allesamt ihre LEDs auf der Vorderseite, weshalb ich mich da gar nicht weiter darüber beschwere. Muss halt sein, ist Standard und. Da atme ich schon wieder ins Mikrofon. Wunderbar. Da dürftet ihr euch sehr gefreut haben in diesem Video. Das ist ja schon öfter passiert. Naja, ist ja auch entsprechend lang geworden, das Video. Das war's allerdings jetzt. Meine Pro-Punkte, meine negativen und meine neutralen Punkte habe ich allesamt aufgeführt. Die werde ich nochmal unten in die Beschreibung posten. Ebenfalls kommt in die Beschreibung der Link zu diesem Produkt und eventuelle Ergänzungen, falls ihr Fragen habt oder so, dann werde ich die in der Beschreibung auch beantworten. Damit habe ich eine Sache schon vorweggenommen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ich werde sie beantworten. Und falls mir noch irgendwas einfällt zu dem Gerät, werde ich es auch in die Beschreibung posten. Das heißt, ein Blick in die Beschreibung ist es auf jeden Fall wert. Ja, eine Bewertung würde mich sehr freuen, falls euch das Video gefallen hat. Falls nicht, natürlich auch eine negative. Dann in dem Fall natürlich auch mit entsprechend konstruktiver Kritik. Falls ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ey, du bist voll scheiße, das Video ist kacke, viel zu lang. Dann hilft mir das nicht viel weiter. Ich weiß, dass meine Videos sehr lang sind, genau wie dieses auch, teilweise ziemlich langatmig, aber konstruktive Kritik, falls ihr negativ bewertet, würde mich doch sehr freuen. Ja, das war's von mir. Noch ein kleines endgültiges Fazit. Top-Gerät, günstiger Preis, große Reichweite, gute Qualität. Ich weiß, das scheint jetzt ein bisschen zu sehr Fanboy-mäßig, das scheint ein bisschen zu sehr pro Produkt, aber mir gefällt es eben. Und das Problem ist, ich mache eigentlich nur Reviews von Sachen, die mir gefallen und nicht von Sachen, die mir nicht gefallen. Hauptsächlich, weil ich mir nur Sachen kaufe, über die ich mir vorher Gedanken gemacht habe und die ich mir vorher angeschaut habe. Aber mir gefällt das Gerät. Ich hoffe euch auch, falls ihr jetzt Lust gehabt, was will ich sagen? Falls ihr es Lust bekommen habt, das Gerät zu kaufen, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das ist kein Reflink, also ich bekomme kein Geld, wenn ihr da auf den Link bekommt, keine Sorge. Finde ich sowieso kacke, wenn YouTuber irgendwelche Reflinks in die Beschreibung packen und das nicht sagen. Sobald ich das mache, werde ich natürlich mitteilen. Ja, falls ihr jetzt Lust bekommen habt, das Gerät zu kaufen, Link ist in der Beschreibung. Falls ihr das schon habt zu Hause, dann sagt mir doch eure Erfahrung in den Kommentaren. Falls ihr es euch jetzt gerade bestellt und bekommen habt, dann sagt mir eure Erfahrung danach in den Kommentaren. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn ich jetzt das Video geschnitten habe, dann höre ich erstmal ein bisschen Musik. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, im Übrigen, bevor ich es vergesse, falls ihr euch jetzt fragt, wo bleibt das 2000 Abonnenten-Special? Ich war ziemlich faul in den letzten Wochen, das kommt auf jeden Fall noch. Ich wollte euch nur eine kurze Statusmeldung geben. Es kommt auf jeden Fall, vielleicht als 2100 Abo-Special. Wer weiß, es kommt auf jeden Fall. Nur die Ruhe, nicht ausrasten, nicht ausrasten. Ich sollte das Video schnell beenden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.